Baum fällt. Ja, ihr habt es an unseren Hemden vielleicht schon erraten. Wir sind hier auf der Dreamhack der internationalen Forstwirtschaft und Axt- und Kettensägenmeisterschaft. LAN-Party. Internationale LAN-Party. LAN-Party. Das haben wir als Dreamhack-Neulinge ja nicht so wirklich eine Ahnung, was hier eigentlich abgeht, aber ich habe zum Glück jemanden getroffen, der uns auch gleich angesprochen hat. Du bist der? Ich bin der Maurice und ich bin jetzt das zweite Jahr in Folge hier. Also schon ein Veteran sozusagen. Warum bist du dieses Jahr wieder auf der Dreamhack? Was fasziniert dich hier dran? Also die Dreamhack ist halt, es ist eine schöne kleine Messe. Man kann, wenn man jetzt aus Community sich gesehen ein YouTuber ist, sich Zeit für seine Community nehmen und kann halt ganz normal miteinander sprechen oder man kann zu Amazon gehen. Da halt normal spricht, mit Samsung habe ich vorhin gesprochen, habe eine E-Mail direkt erhalten, wo ich kontaktieren kann, wenn ich irgendwas finde. Also es ist halt so, um Kontakte zu knüpfen mit den Firmen oder den Streamern. Im ersten Rundgang über die Messe haben wir hier ein Paradies und einen Albtraum gleichzeitig gefunden. Da haben wir einmal deinen Albtraum für die Security und auf der anderen Seite das Paradies für Crypto-Miner, natürlich auch für Gamer, aber die sind ja bekanntlich nicht so gierig auf das Zeug. Hier stehen nämlich eine ganze Menge ganz toller Grafikkarten und wir dürfen sie leider auch nicht mitnehmen. Meine furchtbare Kindheit holt mich hier auf der Dreamhack wieder ein, denn ich wurde viel zu oft in irgendwelchen Kinderparadiesen und Bädern zwischengeparkt. Sowas gibt es hier bei Amazon am Stand auch. Wenn man hier den richtigen Ball findet, dann kann man auch was gewinnen. In diesem Sinne, Bazinga! Das ist sie jetzt also, die Dreamhack in Leipzig, Deutschlands größte LAN-Party mit bis zu 1700 Gästen. Genau gezählt haben wir natürlich noch nicht. Aber gibt es hier nur LAN-Party? Gibt es hier auch E-Sport? Ja. Gibt es hier auch Cosplay? Ja. Gibt es auch Spielzeug? Ja. Gibt es hier auch Motorsägen? Nein. Dann schauen wir uns jetzt hier mal um. Mein Name ist Tobi. Hi Tobi, du bist uns aufgefallen, weil wir haben deinen wunderschönen Computer da oben gesehen. Möchtest du uns ein bisschen was über den erzählen? Ja, der ist komplett selbst gebaut. Also ich habe von Corsair einen Case genommen und habe es quasi komplett selber geplant. Mit dem Case-Mod habe da LEDs reingesteckt, eine Wasserkühlung. Eigentlich alles, was zu dem Zeitpunkt so das Aktuellste auf dem Markt war, was man sich so in den Rechner bauen kann. Und wie lange läuft der jetzt schon in der Form?
So circa 4 Monate. Ah, ziemlich cool. Und wie viel Geld hast du ungefähr reingesteckt? So zwischen 2.000 und 3.000 Euro damals. Ich sitze hier tatsächlich auf einem Aufblaseinhorn. Mag abgefahren wirken, aber ist hier auf der Dreamhack die Normalität in Person. Ich sitze hier mit zwei Jungs, denen dieses Einhorn gehört. Wer bist du denn? Ich bin der Jan. Und wer bist du? Alex. Alex und Jan, ihr seid schon Veteranen. Ihr habt euch nämlich hier so ein bisschen häuslich eingerichtet mit eurem Pavillon. Wie viele Dreamhack ist das denn für euch? Die dritte. Wir sind seit Beginn dabei. Also ihr seid beide jetzt das dritte Mal da? Ja, genau. Warum kommt ihr immer wieder her? Es ist quasi wie ein Festival, quasi, könnte man sagen. Also für Leute, die gerne Reggae hören, der Reggae Jam, für Leute, die Rockmusik hören, Wacken. So ist es eigentlich hier genauso, weil wir sind, denke ich mal, alle ziemlich enthusiastisch, was das Gaming angeht. Und hier trifft man auf Gleichgesinnte, hier lernt man neue Leute kennen, hier baut man sich sein Lager auf, genauso wie Zeltplatz bei Wacken oder so. Ich wollte gerade sagen, also ihr repräsentet schon so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen auf jeden Fall. Ihr habt Trikots von Team Fabulous an. Ist das euer Clan? Ja, kann man so sagen. Es ist eher so ein Fun-Team quasi. Ein Fun-Team zusammen mit so einer Art selbst erfundener Marke. So ein bisschen so dieses, du musst kein Pro sein, wenn du Fabulous bist. Das ist eigentlich nur so. Das ist ein guter Claim. Ja, genau. Ich sitze jetzt hier, weil es so schön bequem ist, neben unserem langjährigen Spießgesellen und Freund des Hauses, Arthur aka Fischkopf. Grüß dich. Hallo. Du musst den Leuten jetzt erklären, wo wir hier gerade sind, diesen ganzen Bereich, damit die das verstehen können, warum wir hier so komisch in so einem Bereich sitzen. Echt, muss ich das? Okay, wir sitzen hier auf der Dreamhack im Streaming-Bereich, der so ein bisschen, wie nennt man das, oktaederisch angeordnet ist, wo ganz viele Streamer sitzen und so ein bisschen Zoo-ähnlich vor den Leuten streamen und aber auch ins Internet hinaus senden. Also zwei Sachen gleichzeitig, ganz verrückt. Das ist ja absolut abgefahren. Und du hast heute den ersten Tag hinter dir und ich habe vorhin schon gehört, so ein bisschen Startschwierigkeiten gehören so dazu. Natürlich, aber es wäre ja auch blöd, wenn es sofort gehen würde. Wir alle erinnern uns zurück an die LAN-Zeiten, wo man halt mit dem Rechner hinfährt und dann den ersten Tag lang, also vor ein paar Jahren zumindest, noch dreimal Windows neu installieren musste. Das Geile ist, ich habe vorhin jemanden gefragt drüben, wie oft er heute schon Windows neu installiert. Das war ihm völlig fremd, dieses Konzept, dass man Windows neu installieren muss auf einer LAN-Party. Drüben, ja, das war damals 90er. Was wäre eine solche Veranstaltung wie die Dreamhack ohne die Helden der Szene? Und neben den E-Sportlern gehören da natürlich auch solche Chaoten wie die Beats Meets mit dazu. Dennis und Chris sind da, grüß euch. Hallo, er übertreibt halt wieder völlig. Ja, die Helden sind die Waren. Hier, Obermeier seit 600 Jahren bei GameStar, mindestens. Das ist gar nicht mal so schlecht geschätzt. Jetzt ist das ja, das haben wir im Gespräch mit anderen Leuten schon mitgekriegt, eher eine kleinere, kuscheligere Veranstaltung. Wie geht denn das euch? Also auf einer Gamescom, da werdet ihr umlagert und könnt kaum irgendwie von A nach B laufen, weil so viele Leute Fotos oder Autogramme haben wollen. Wie ist das für euch hier? Ja, generell können die Leute auf der Gamescom ja nicht so weit laufen. Es ist halt sehr viel entspannter. Also natürlich ist es eine LAN mit ein paar Hallen dabei und dadurch eine viel bessere Atmosphäre, weil es halt nicht so voll ist. Aber eine Autogrammstunde habt ihr jetzt vorher auch schon gehabt, oder? Ich würde es halt eher Community-Treffen hier nennen, ja? Weil du hast halt wirklich ein paar Leute, mit denen du quatschen kannst. Du kannst deren Namen erfahren, ja? Es ist halt nicht so, schlagt schon mal alle euer Handy auf mit der Kamera-App und wir machen jetzt schnell ein Foto nach dem anderen oder so. Sondern du kannst dich wirklich mit jemandem unterhalten und das ist halt wirklich sehr schön. Das finde ich zumindest. Ihr habt jetzt von der Dreamhack an sich noch so gar nicht viel gesehen, oder? Ihr seid ständig am Stream. Wir haben jetzt ein bisschen gestreamt, ja, deswegen, wir erkunden gleich die Dreamhack. Wir waren vor 2 Jahren schon mal hier, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das wird dieses Jahr auch so sein.
Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Ich schaue jetzt auch mal ein bisschen rum und vor allem schaue ich mir auch mal den Streamer-Bereich an. Ja, dann, was man halt so sagt am Ende von so einem Interview. Ciao. Gut Schuss. Also wir stehen hier jetzt mit Ersa Cosplay, mit Kerstin. Die ist heute Abend nicht einfach nur als Cosplayerin da, sondern die ist Jurorin bei dem großen Cosplay-Contest, der dieses Jahr hier stattfindet. Erzähl uns, wie bist du dazu gekommen, dass du heute hier Jurorin bist? Also ich kenne die Organisatoren schon seit einer ganzen Weile und die haben mich lustigerweise mal gefragt, weil ich in der deutschen Szene relativ bekannt bin für meine Rüstungen. Und ja, es macht einfach Spaß hier zu sein, mit den Leuten damit zu schickern. Sehr cool. Worauf wirst du heute Abend besonders Wert legen? Was gibt die volle Punktzahl von dir? Also ich bin von vornherein seit 3 Jahren Kategorie Rüstung. Das heißt, Rüstung, desto größer, desto brachialer, desto schöner gearbeiteter. Das ist mein Favorite. Ja, selbstverständlich. Deine Rüstungen sind ja auch, ich möchte sagen, weltbekannt. Aber worauf legst du da am meisten Wert bei deinen eigenen Sachen? Auf Details, sehr viele Details. Es gibt meiner Meinung nach nicht genügend Details auf dem Kostüm. Auf die klaren Linien, dass alles schön sauber versäubert ist. Einfach, dass es ein ordentliches Gesamtbild auch ergibt. Ja, wer Ersa nämlich nicht kennt, der wird auch nicht wissen, dass sie gerade dafür berühmt ist, besonders kleine und besonders detaillierte Dinge aus Warbler zu machen, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. Wie machst du das? Also ich hab schon mal einen Heimvorteil. Ich bin gelernte Silberschmiedin. Das heißt, 60 Grad, wo man eigentlich mit dem Warbler dann arbeitet, ist kein Problem für mich auf lange Dauer. Aber es ist eine ganz schöne Menge Übungen. Die Finger werden irgendwann mal kalt, sage ich mal. Und dann kann man auch wirklich gut damit arbeiten. Ich stehe hier jetzt mit Dominique, Janine und Julia. Was hat euch auf die Dreamhack gebracht? Ja, wir sind vom ersten Tag an dabei. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir da sind. Und kommen hier aus Leipzig, deswegen liegt es nah. Und ja, man guckt immer wieder gern vorbei. Ja, wunderbar. Wir haben eine ganze Menge Leute gefunden, die jetzt das dritte Mal da sind. Das scheint auf jeden Fall eine Heimkomm-Dreamhack, eine Heimkomm-Messe zu sein. Erzähl mir mal was über dein Kostüm. Was trägst du? Ja, also ich mache Lux in der Elementalist Light-Version von League of Legends. Das ist ein Online-Game. Ich denke mal, die richtigen Zocker wissen genau, was das ist. Ja, und ja, ich finde den Charakter einfach nur mega toll. Also von den Designs her, sie hat ja ganz viele verschiedene Versionen, auch so ein bisschen von dem Charakter her. Ja. Wunderbar. Und du trägst Mei aus Overwatch. Genau. Hast du alles selber gemacht? Nein, ich habe das Cosplay von einer Freundin geliehen bekommen. Flöckchen ist selbst gemacht und die Haarnadel und Perückenstyling. Wunderbar. Und du trägst? Ich bin auch ein Elementalist, aber die Dark-Version davon. Und ein bisschen abgewandelt, da mein Sprunggelenk leider nicht so mitgemacht hat. Deswegen fancy mit Krücken, die leuchten. Genau, das hält sie nicht auf. Und spielt ihr auch selber? Ja. Ich im Moment nicht mehr, weil ich habe leider durch Arbeit keine Zeit. Aber hoffentlich bald wieder. Und du? Ja. Ja, wunderbar. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder da sein. Aber natürlich. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß auf der Dreamhack und gute Besserung. Danke. Wir sind hier am Stand von Win the Winter. Das ist ein Hearthstone-Turnier auf der Dreamhack in Leipzig. Und ich habe den Daniel hier, a.k.a. Kemlan. Das ist der größte deutschsprachige Hearthstone-Streamer. Ja, korrekt. mit meinem Kollegen zusammen. Wir teilen uns so ein bisschen da von der Größe her auf. Aber ja, der größte deutschsprachige. Ja, als Hearthstone-Fan bin ich natürlich sehr froh, dass ich hier auch mal so wichtige, tolle Menschen sehen kann. Und mich würde gleich mal von dir interessieren, du bist schon zum dritten Mal auf der Dreamhack Leipzig. Das ist ja eher ein kleineres Dependant, so von den großen amerikanischen und ich glaube aus Schweden kommen die ursprünglich, Vorbildern. Wie hast du so die Entwicklung erlebt des E-Sports und der Messe an sich? Wird das größer? Stagniert das? Wie sieht es da aus? Es wird schon größer auf jeden Fall. Ich war ein paar Mal in Jönköping, in der Mutter quasi der Dreamhack so gesehen. Ist ja ein Franchise mittlerweile geworden und Gamescom auch ein paar Mal. Auch dadurch, dass ich das hauptberuflich mache, halt auch viel arbeitstechnisch eingespannt. Es wird schon größer und im Prinzip, ich habe so als 16-Jähriger, 15-Jähriger schon viel gegamed gehabt und dachte so, wenn du so 50, 60 bist, dann kannst du es irgendwann mal, gibt es Menschen, die das vielleicht hauptberuflich machen. Dass ich das erleben kann, dass ich das selber mache quasi, hätte ich jetzt nicht gedacht zum Beispiel.
Gute Überleitung, du bist ja hauptberuflich Hearthstone-Streamer, du bietest ja auf deinem Kanal Camlan mit einer 4 geschrieben, ja auch Hearthstone-Coaching an. Also du erklärst den Leuten eigentlich, wie man Hearthstone spielt, wie man da kompetitiv besser wird. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt da viel Zulauf oder wie viel Zeit kostet dich das so? Da kommt tatsächlich relativ viel Zulauf. Ich mache die Coaching-Sessions a 2 Stunden. Ich habe einen Master in Coaching auch, habe berufsmäßig gecoacht gehabt und dachte mir so, warum machst du das nicht in Spielen auch? Weil es ist ja eigentlich interessant. Und es geht eigentlich darum, Spiele sind quasi eine Aneinanderreihung oder zumindest Hearthstone an Entscheidungen. Und besser in den Entscheidungen zu werden, hilft einem zum Beispiel auch im richtigen Leben besser in Entscheidungen zu werden, weil wir bestimmten Mustern in der Entscheidungsfindung folgen, wie hoch ist mein Sicherheitsbedürfnis, wie hoch ist mein Risikobedürfnis, kann ich es kalkulieren zum Beispiel. Und das sind alles Punkte, die braucht man immer, wenn man Sachen entscheidet. Man entscheidet ja permanent Sachen. Also von daher gesehen kommt da eigentlich auch viel Response zurück. Dann eine abschließende Coaching-Frage. Ich bin heute Morgen mit meinem Zulog auf Zug 5 in Skull of Manari gelaufen und habe gleich einen Void Lord und gleich danach einen Doomguard hingestellt bekommen. Was sagst du zu mir, außer spiel halt ein anderes Deck? Bottom right, Buddy. Nein, vielleicht Spellbreaker tacken, aber ja, manchmal hilft halt gar nichts und man hat einfach verloren. Coin Conceit, würde ich da sagen. Herzlichen Dank und viel Spaß noch bei den Castings auf der Messe. Danke dir. Ein großer Bereich hier auf der DreamHack ist natürlich das ganze Thema E-Sport. Ein Thema, von dem ich keinen blassen Dunst habe, aber das macht ja nichts. Daneben mir sitzt jemand, der auf jeden Fall Ahnung davon hat. Take, aka Dennis, grüß dich. Hi, ja, schön, dass ihr hier seid und wir heute ein bisschen über E-Sport sprechen können. Ihr schmeißt hier einen Haufen E-Sport-Sachen, oder? Wir sind hier gerade an einer großen Bühne. Was ist das hier für eine Bühne? Genau, das ist die Community-Bühne der DreamHack Leipzig. Und ja, da werden den ganzen Tag verschiedenste Sachen gezeigt, von E-Sports-Matches bis Cosplay und alles, was dazugehört. Ja, und das sieht schon ganz schick hier aus. Auf jeden Fall. Ihr habt aber auch noch andere Eventbühnen hier, die ihr betreut. Was habt ihr noch? Genau, die DreamHack hat gleichzeitig auch noch ein Hearthstone-Turnier. Das ist ziemlich cool. Es gibt $10.000 Preisgeld. Das ist gar nicht weit von hier. Luftlinie irgendwie 20 Meter. Das produzieren wir halt auch und organisieren wir. Und hinter dieser Bühne hier sind noch die Sony PlayStation Masters. Die begleiten wir technisch auch noch. Und ja, das sind die PlayStation Masters in verschiedenen Konsolenspielen. Und ja, ist auch nicht das erste Mal. Und es ist auch immer ziemlich cool. Auch vor allen Dingen vor Ort ist eine kleine Arena, wo man auch zuschauen kann. Was sind denn jetzt hier auf der DreamHack so die Nummer 1 E-Sport-Spiele, die wichtigsten Titel? Also auf dieser DreamHack Leipzig muss man ganz klar sagen, oder generell ganz kurz zum Konzept, die DreamHacks haben immer die Schweden auch vor Ort, weil da ist die DreamHack ja entstanden und da ist auch die größte DreamHack. Und die Schweden selbst haben immer ein eigenes Profiturnier, mindestens eins selbst, was sie mitbringen in das jeweilige Land. Hier in Leipzig gibt es dieses Mal ein Profi-Rocket League-Turnier und ein StarCraft 2-Turnier zusammen mit Blizzard, was auch eins der größten ist. Insgesamt, weil es halt von Blizzard direkt unterstützt wird. Und ich glaube, insgesamt $110.000 Preisgeld. Und in Rocket League sind es, glaube ich, auch 50.000, was für Rocket League ziemlich groß ist und somit auch, glaube ich, alle Top-Teams mit dabei sind. Jetzt hast du eben schon angedeutet, dass die DreamHack ja aus Schweden kommt und da wahrscheinlich auch immer noch die größere DreamHack stattfindet. Wie würdest denn du die Entwicklung der DreamHack hier in Leipzig beschreiben? Ist das was, was für den E-Sport einen wichtigen Stellenwert einnimmt? Definitiv. Also es ist immer schön, dass man überhaupt eine coole Location hat. Ich meine, für alle Leute, die ein paar Jahre älter sind, die Games Convention kommt ja von hier. Das heißt, die heutige Gamescom ist sozusagen die Weiterführung der Games Convention. Und die hat halt ihre Geburtsstunde hier in Leipzig gehabt. Und auch ein Event, ich glaube, es waren früher auch so knapp 200.000 Leute hier auf der Games Convention. Für mich auch seit der ersten Games Convention dabei gewesen. Geile Erfahrung, geile Erinnerung. Endlich ist wieder was zurück. Auch jetzt vor allen Dingen auch mal im Osten in Deutschland gibt es halt sonst auch nicht so viele größere Events. In NRW, in Köln, bei uns, überall gibt es halt immer mal was, vielleicht auch in Hamburg. Aber im Osten ist halt super wenig, was super schade ist, weil immer eine geile Community hier vor Ort war. Und das muss man jetzt auch wieder so ein bisschen wiederbeleben. Und ja, also macht super viel Sinn. Es ist gut für den deutschen E-Sport, generell aber auch für den europäischen. Und die Entwicklung ist halt sehr schön. Es wird immer mehr, es werden immer mehr Gäste vor Ort, aber auch von den LAN-Teilnehmern bis zu den Gästen live vor Ort.
dir gefallen, auch wenn wir keine Äxte und keine Holzfällermeisterschaft gefunden haben? Überraschend gut. Ich habe kaum was, auf dem ich rumhacken kann. Es ist hier eine sehr familiäre Atmosphäre. Das haben uns auch ganz viele Leute, die wir eben hier gesprochen haben, erzählt. Man sieht es auch auf dem Transparent hinter mir. Willkommen zu Hause. Und so geht es vielen Leuten auch. Die kommen hier wieder zurück, treffen hier die Freunde, die sie sonst übers Jahr nur online irgendwie getroffen haben und haben einfach gemeinsam eine gute Zeit. Genau, und die meisten, die wir gefragt haben, planen auch nächstes Jahr wiederzukommen hier auf die LAN-Party. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch die Messehalle, wo noch ein bisschen mehr geboten wird. So ein kleines bisschen Entertainment, aber im Herzen ist es einfach eine LAN-Party und vielleicht seid ihr ja nächstes Jahr dann auch dabei. Wir sind jetzt hier in Halle 4, die Halle mit den großen Bühnen und dem ganzen Rest. Schau, es ist doch die DreamHack. Ja.